Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe mich wieder für HelloFresh entschieden. Hatte ich auf der grünen Woche bei den Videos auch erzählt. Wir hatten den HelloFresh-Stand getroffen. Die hatten so einen Stand bei der grünen Woche und der war wirklich sehr, sehr nett. Und ja, einfach besser essen steht hier noch drauf. HelloFresh, HelloFresh. Leichte Recycling, nachhaltig vom Feld bis zur Gabel, keine Umwege, Kühltasche, Icepacks, alles in Papier verpackt. Also, so eine große Box kommt an bei euch. Gleich vorweg, wenn ihr bei HelloFresh sparen wollt, ja, dann habe ich unten im angepinnten Kommentar oder in der Infobox, je nachdem, einen Link, da kriegt ihr die erste Box komplett gratis. Aber ich warne euch vor, das ist HelloFresh ist halt übelst verkackt, die Website halt einfach. Die ist wirklich nicht gut gemacht. Man muss erst das Abo abschließen, dann kann man sich die Sachen aussuchen und erst wenn die Lieferung gekommen ist, kann man kündigen. Ja, die Folgewochen auf jeden Fall pausieren, weil man muss das Abo abschließen. Das ist HelloFresh, das ist die Website einfach. Ne? Das war früher anders, aber wir haben das jetzt vor kurzem auf Instagram gemeinsam festgestellt. Das ist gar nicht mehr so einfach wie früher. Und dann kann man wieder kündigen, ne, dass euch keine Folgekosten entstehen, weil man muss zuerst das Abo abschließen, dann sieht man erst, was man eventuell zu essen kriegt. Und wenn euch die erste Woche nicht gefällt, ist auch kein Problem, dann kann man so lange pausieren, bis einem eine Woche so richtig gut gefällt. Da braucht man keine Sorgen machen und dann zahlt ihr halt nur 5,99 € für die Versandkosten und ihr bekommt dann genau so ein Paket. Hier sind 3 Gerichte drin, a 2 Portionen. Und ja, wir schauen jetzt... Genau, danke. Wir schauen jetzt, was hier drin ist, wie fresh das Ganze ist. Es ist ein Berliner, ich weiß nicht, bis wohin man noch Start-up sagen kann, aber es ist eine relativ neue Firma auf dem Markt. Die gibt es seit 2, 3, 4 Jährchen. Und die arbeiten ganz viel auch mit regionalen Bauern zusammen. Fleisch ist in Bio-Qualität zum Beispiel. Ne? Wenn man natürlich jetzt erstmal so vom Preis abgeschreckt ist, muss man das ja dazu sagen. Es kommt ja immer in so Tüten an, hier steht zum Beispiel 1 drauf und es ist sehr, sehr praktisch. Die Tüten, so wie sie sind, könnt ihr einfach in euren Kühlschrank legen und wenn es denn ans Kochen geht, Tüte rausholen, alles beieinander direkt loslegen. Das ist nämlich schon so vorsortiert für das jeweilige Rezept und es gibt eine 4. Tüte für die kühlpflichtigen Produkte. Also auch wenn ihr nicht da seid, ihr könnt euch ein Lieferfenster aussuchen, morgens, mittags, abends. Das kostet auch nichts extra. Kannst du die Kamera wieder richtig einstellen? Schatz, warum bist du denn hingetreten? Entschuldigung. Ich wollte gucken, wie viel Akku noch drauf ist. Okay. Das war nicht mit Absicht, Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, raus. Achso, genau. Also heute war der HelloFresh Mann eine halbe Stunde zu früh da, hat mich dann auf mein Handy angerufen und ja, wir waren auch in 5 Minuten dann hier vor Ort und er hat dann Gott sei Dank auf mich gewartet, war sehr freundlich, aber auch wenn er das nicht tut und das in die Filiale geht, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil hier sind so viele Kühlakkus und Kühlpads drin. Ja, die Tüte ist schon ein bisschen aufgerissen. Das ist die Kühltüte, dass da auf jeden Fall nichts schief geht. Und hier sind die Eisdinger drin. Ihr hört, also die sind auf jeden Fall noch richtig kalt. Ja, hier sind unsere Rezepte drin. Ihr könnt mitraten, wir schauen am Ende, was wir so liegen. Also, Rezept 1. Achso, was jetzt auch schon mehrmals vorgekommen ist, kontrolliert trotzdem alle Tüten, ja, bevor ihr kocht. Oder wenn ihr dann das an dem jeweiligen Tag kocht. Manchmal fehlt irgendwas, ne? Da arbeiten Menschen, das passiert und dann kriegt ihr eine Gutschrift dafür. Dass einfach, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, kaputt ist, nicht vorhanden ist, schlecht ist, einfach melden. Und ihr kriegt eine sehr großzügige Gutschrift. Das ist dann auch auf jeden Fall okay. Semmelbrösel 50 Gramm. Jetzt haben sie hier auch eine Papierverpackung, finde ich gut. Hier ist noch so Plastik gemischt. Cooking Cream, 15% Fett. Die haben auch extra Thermomix-Rezepte. Man kann auch über 30 Gerichten jede Woche auswählen. Die wechseln auch die Gerichte. Es ist wirklich nicht jedes Mal dasselbe. Und es gibt auch vegane, vegetarische Gerichte, extra Express-Rezepte, die in unter 15 Minuten fertig sind.
Es gibt kalorienarme Rezepte. Überall stehen auch die Kalorienangaben dabei. Das ist wirklich schon alles. Also man spart halt auch so viel Arbeit. Natürlich ist es günstiger, wenn man alles im Supermarkt kauft, aber da muss man sich die Rezepte selber ausdenken. Man kann nicht die richtige Menge kaufen. Eine Zwiebel zum Beispiel, kleines Netz Kartoffelchens. Und dann hast du immer was übrig, was dann immer irgendwann am Schrank vergammelt. Und bei HelloFresh, zweimal Mayonnaise, kriegst du halt genau das, was du fürs Rezept brauchst. Und da bleibt halt nichts übrig. Hühnerbrühe und Kompottpfeffer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Spezielle Gewürze mag ich total. Kompott ist auf jeden Fall eine Region. Ich habe nachgeschaut. Und ja, 7. Ich glaube, die haben neue Sticker von damals. Ich habe HelloFresh schon ein paar Mal ausgepackt für euch. Und ja, ich finde, man spart halt so viel Zeit, Arbeit und Gedanken, ne? Mit HelloFresh ist es so viel einfacher. Weiß nicht, ob es das den Preis komplett rechtfertigt, ne? Aber es ist halt auch teilweise Bioqualität und regional. Hokkaido Kürbis, mega süß, tolle Portion auf jeden Fall. Ja, Kürbissamen auch nochmal klein abgepackt. Was haben wir hier? Kürbiskernöl, mega geil. Also das ist cool, spezielles Öl. Also das finde ich richtig nice. Eine Zitrone und Blütenhonig. Und ja, der ist noch nicht durchgehärtet. Ne? Manchmal hat man beim Honig Pech, dass der echt richtig kalt wird. Der ist noch, ach, Knoblauch, besonders nice. Und Mixkräuter, das ist hier Salbei und Petersilie drin. Ne? Ja, frischer Salbei mag ich auf jeden Fall. Na, bevor das alles zu euch zu Hause kommt, ihr könnt euch alle Zutaten vom Rezept durchlesen. Also mir reicht meistens so die Überschrift, um zu erkennen, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, so die hauptgebenden Zutaten. Aber wenn man irgendwelche Allergien hat oder Unverträglichkeiten, man kann sich alles richtig genau, ganz genau auf der Website aussuchen. Wenn man es pausiert, also man kann entweder den Account stilllegen, dann braucht man auch nie wieder dran denken. Das ist alles okay, kann man irgendwann reaktivieren, wenn man möchte. Wenn man, und die zweite Möglichkeit ist, wenn man es nicht jede Woche haben möchte, dass man das pausiert. Da muss man aber immer dran denken, immer weiter dann zu pausieren. Kannst du 5-6 Wochen im Voraus machen, pausieren, dass nichts kommt. Und dann sollte man aber wieder dran denken, dass man es pausiert. Sonst kommt halt irgendwas an, was man eventuell nicht haben möchte. Ich habe es einmal fast vergessen. Aber HelloFresh hat mich schon mit einer E-Mail dran erinnert. Hey, deine nächste Bestellung muss noch ausgesucht werden. Und ja, ging schief, aber ich sag's euch nur. Ja, jetzt haben wir hier wieder Kräutermix, Ursprungsland Koriander. So, bitte vor Verzehr waschen. Koriander und Minze ist hier drin. Also wieder ein Mix. Da steht man dann da, ne, und so zieht den Kram wieder auseinander. So, Radieschen 100 Gramm. Also auch Plastik, nice. Also die sind auf jeden Fall noch in der Umstellung, ne? Was komplett Papierverpackungen, so weit wie es wirklich geht, anbelangt. Ja, sie machen da Fortschritte. Einen Mini-Romana-Salat. Peanuts, 20 Gramm. Wir werden es natürlich am Ende auch noch kochen, Maisstärke zusammen. Und dann werdet ihr noch die Rezepte sehen und ob es schmeckt. HelloFresh, ich muss sagen, die Rezepte schmecken alle. Ne? Ab und zu sagen manche Menschen, dass es für sie zu wenig war. Aber wir, also jedes Mal, wenn wir gekocht haben, haben auf jeden Fall 2 große Teller rausbekommen. Also mit Berg, meistens eigentlich noch einen dritten Teller. Also mit Kind, 2 Personen und Kind für normale Esser, die von einem Teller satt werden, ist es genau die richtige Menge. Also da finde ich, muss man sich gar keine Sorgen machen über die Menge von den Produkten, die da ankommen. So, ich habe auch einmal vegan bestellt, einmal vegetarisch und einmal tierisch. Erdnussbutter, 50 Gramm. Nice. Die fühlt sich sehr, sehr weich an, ehrlich gesagt. Okay, cool. Und Sweet Chili Würzsoße. Da bin ich auch gespannt. Die meisten schmecken mir, aber bei weitem nicht alle süß Sweet Chili Soßen. Ich habe 2 Knoffelzähne in der Hand, da freue ich mich sehr, dass es alles knuffelig ist. Und Sojasauce. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Zutaten selber zu Hause habt, das abgepackt lassen und eure eigenen natürlich verwenden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch kreativ sein, aber Gürkchen
Und was auch ziemlich geil ist, Wraps. Und zwar zwei große Wraps, zwei Weizen-Tortillas. Ah, 70 Gramm. Ja, mega. Mega, mega, mega. Bis jetzt sehen die Zutaten richtig, richtig nice aus. Wir gucken uns jetzt noch die kühlpflichtigen Produkte an. Die müssen wir jetzt natürlich noch aufteilen in die Tüte. Und dann gucken wir uns die Rezepte dazu an. Das ist nämlich auch schön. Die Anleitung, wie ihr kochen müsst, kriegt ihr direkt dazu geliefert. Muss man sich wirklich gar keine Sorgen mehr machen. Frischkäse 100 Gramm. So, bei Hähnchen hatten wir aber die Schweineschnitzel. Ich bin ja lustig. Habe ich im veganen Monat verlernt, wie Fleisch aussieht. Schweineschnitzel geplättet ist das Schweinefleisch. Haltbar bis zum 21.02. Und bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auf jeden Fall auf die Glasplatte im Kühlschrank legen und das wirklich als erstes kochen. Weil bei Fleisch irgendwie, da habe ich am meisten Pech, was HelloFresh so angeht. Oh, Tofu, Bio-Tofu, marinierter Tofu mit Basilikum. Jetzt können wir einmal HelloFresh-Tofu ausprobieren. Dann bin ich euch noch ein Feedback vom Kaufland-Tofu schuldig. Ich fand den sehr lecker, natürlich. Ich mariniere den in Sojasauce und es schmeckt wirklich hervorragend. Und der hatte eine gute Konsistenz. Also der ließ sich richtig gut in Würfel schneiden und in Würfel anbraten. Und am Ende waren es auch noch Würfel. Also das hatte ich noch nicht bei jedem Tofu so Sinn. Und ja, also jeder Tofu schmeckt anders und wir probieren den von HelloFresh aus mit Basilikum. Hatte ich noch nicht, sieht gut aus. Einmal Gnocchi. Zutaten 65% Kartoffeln, Mehl, Kartoffelstärke, Salz, Rapsöl, Zitronensäure, Gewürzextrakte, Vollei und Sulfid. Sulfid im Essen. HelloFresh Hartkäse italienischer Art, geraspelt. Also das ist ein kleiner Witz, ne? Also das sieht schon ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Aber 25 Gramm, ihr kriegt halt wirklich genau die Portion, die ihr für dieses Essen halt auch braucht, ne? Nicht mehr und auch nicht weniger. So, und jetzt sind hier noch wirklich zwei Kühlpads dabei. Wenn ihr zum Beispiel Hackfleisch geliefert bekommt, dann ist ums Hackfleisch auch nochmal zwei extra Kühlpads, ne? Dass da wirklich nichts schief geht. So, das sieht alles gut aus. Wir machen jetzt das hier noch auf. Hallo Anita, wir wünschen dir einen guten Appetit. Hier sind deine Rezeptkarten für deine Lieblingsgerichte. Wisst ihr, dass mir aufgefallen ist, sonst war doch immer so viel Werbung da drin, oder? Ich meine, hat man ja eh nur weggeworfen und brauchte man nicht. Und da kommt die jetzt hier. So, achso, dein persönlicher Gutscheincode. Teile 100 Euro auf 4 Boxen. Deine erste Box gratis. Also, wie gesagt, teile ich die Codes, teile ich. Ich muss mal noch schauen, wenn es spezielle Codes ist, dann müsst ihr mich anschreiben auf Instagram. Ansonsten schreibe ich es rein, ne? Genau. Ich zeige euch jetzt die Rezeptkarten. Schauen so aus. Also, da steht HelloFresh. Da steht dann noch, wie das Rezept heißt, welche Nummer das ist. Also, hier steht die Nummer. Das ist jetzt Nummer 1. Das war die erste Tüte. Da hatte ich euch auch die Nummer gezeigt. An der Seite steht hier nochmal, welche Zutaten ihr alle für dieses Rezept genau braucht. Könnt ihr nochmal schauen, ob alles dabei ist. Schweineschnitzel. Das Rezept ist familienfreundlich. Das heißt, auch Kinder werden es höchstwahrscheinlich mögen. Geht so 30 bis 40 Minuten Kochzeit. Der Teller hat 939 Kalorien. Ordentlich viel. Und am Tag 5 kochen. Und hinten habt ihr nochmal eine kleine Anleitung. Ich habe jetzt für 2 Portionen. Wenn ihr für 3 oder 5 Portionen das Ganze bestellt, was sich denn da ändert. Und natürlich so eine bebilderte Anleitung, Schritt für Schritt, was ihr wirklich machen müsst. Und ich muss mal sagen, die ist wirklich idiotensicher. Also da kann nichts schief gehen, wenn ihr euch daran haltet. Schritt für Schritt, braucht ihr nicht nachdenken. Das klappt auf jeden Fall und die Rezepte sind auch alle lecker. Was wir dazu noch brauchen, so Basiszutaten, Wasser, Pfeffer, Salz, Öl und Mehl. Das sollten wir zu Hause haben für dieses Rezept. Backblech, Backpapier, Topf, Pfanne, Kleintopf, Küchenpapier, Siebteller und eine Schüssel. Ja, Gnocchi, also das ist Schnitzel mit Zwiebeln und Kompott-Pfeffersoße. Gnocchi mit Ofenkürbis und zitronigen Kräuterfrischkäse.
Das sieht sehr, sehr nice aus. Hat auch nur 674 Kalorien. Also ich würde mal sonst ein bisschen kalorienärmer kochen, aber ab und zu geht es auch mal klar. Das kommt ja dann darauf an, was man zum Frühstück und Abendbrot dann noch isst. Und ich schaue nochmal, ob da alles dabei ist. Petersilie, Salbei, Hartkäse, Kürbiskern, Zitrone, Kürbiskernöl, Blütenhonig. Da war auf jeden Fall alles dabei. Und Tortilla-Wraps, marinierter Tofu, Gurke, Romana, Koriander, Minze, Erdnussbutter, Soja. Das ist auch alles mit dabei. Thai-Style-Wraps mit Knusper-Tofu und Erdnusssoße. Finde ich, hat sich sehr, sehr gut angehört. Ich habe das alles mit Ozark abgestimmt. Also ein Rezept vegan, eins vegetarisch und eins mit Schnitzel. Den müssen wir dann auch noch selber panieren. Da freue ich mich wieder drauf. Schmeckt auch dann am besten. Ja, also kurz schreibe ich entweder im angepinnten Kommentar oder in die Infobox. Und da war die Karte voll. Ich muss jetzt eben kurz was löschen. Ich wollte jetzt auch nur noch das Ende aufsprechen. Wir sind am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. HelloFresh freut sich drüber. Wenn ihr sparen wollt, die erste Box gratis mit HelloFresh, schaut mal in die Infobox oder in den angepinnten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.